Servus, ich bin's wieder, euer Watzefack. Wir spielen immer noch die Fugger 2 und es hat sich seit dem letzten Mal nichts getan. Wir wollten als nächstes mal unserem Hauptgeschäft nachgehen, nämlich Dinge verkaufen. Was wir jetzt gerade getan haben. Wir reparieren und stellen fest, wir könnten hier mal wieder Lager kaufen. Holzlager haben wir 19, Steinlager haben wir 64. Das ist, wir sollten mehr Steinlager haben, weil Steinlager gehen schwerer kaputt, durch zum Beispiel Brände oder ähnliches. Sollte man sich mal merken. Ich finde, das könnten wir auch mal ein bisschen erweitern hier, weil es gar so schön ist, gell? So. Waldstein. Wollen wir immer noch nach Waldstein? Nach Glas? Ja, das sieht so aus. Hervorragend. In Kronsbach. Haben wir nicht ganz so viel Rind gemacht wie im letzten Jahr. Macht uns aber überhaupt nichts. So. Das war, glaube ich, fertig renoviert, ne? Ach so. Ach, nächstes Jahr erst. Okay, alles klar. Na gut, dann reparieren wir mal den Rest hier. In Finsterwalde. Da hat es jetzt unlängst eine Katastrophe gegeben. Aber da brauchen sie zu essen. Finde ich gut. So. Nein, da wollte ich. Aber es ist nichts zu holen. Wer hätte es gedacht? Aber wir wollten uns ja mal hier so schauen, was es hier so gibt. 33.150 kostet der Spaß. 33.000 oder 32.000. Also Seefeld ist bisher am günstigsten. Und hier. Ah ja. Der Adi. Sehr an, sehr an. Gut, das waren jetzt 11.000. Auch, Moment, sollte ich vielleicht genauer schauen. 11.500. Fast 12.000. Fast 12.000. Gut, hier bekunden unser Kaufinteresse. Damit haben wir noch lange nichts gekauft. Ah ja, so ist das. Sollen wir noch? Wir können noch ein zweites dazu holen. Welches war? Meuchelt war noch recht. Nein, Henkerswald? 11,5. So, doch, ja, 11. Fast 12, fast 12. 11,5. So. Gibt's noch irgendwas? Hartmann. Wo ist Hartmann eigentlich? Baumeister in Bergstedt, mein Gegenspieler. Schauen wir uns mal an. Bergstedt ist hier. Da ist Hartmann. Eigentlich mag der uns gar nicht so ungern. Ich würde gerade sagen, der mag uns ja überhaupt nicht. Ja gut, wir sind zumindest keine Narzissten. Das ist doch schon mal was. ja, die Runde war es dann auch schon wieder. Sehr gut, wir könnten, wenn wir dies bekommen. Ah, wenn wir diese Gemälde herbekommen. Sehr schön. Wie nennen wir die? Ach. Derjenige, welche wird schon wissen, warum. Und er ist auch schuld. Also beschwert es euch bei dem. Das arme Kind. Sonst ist nichts passiert in diesem Jahr. Ach. Es musste passieren. Natürlich musste es passieren. Na, wer ist es denn diesmal? Ein Hinterhalt, ja. Antonia. Antonia. Aus Tirol. Ja. Ach, ich hab irgendwie keine Lust. Wer ist denn noch so da? Herzog Rupert. Na, gehen wir mal 2000. Vielleicht. Ja. Sehr schön. 2000 für die Füße. Das ist das, was wir mit den Salzminen gemacht haben. Ihr kennt das Spiel. Es ist. Es tut mir auch leid, dass ich das die ganze Zeit so machen muss. Das ist so ziemlich das Unspannendste, was man hier machen kann, natürlich. Aber alles andere hat auch keinen Sinn. Ich glaube, das erzähle ich euch auch jedes Mal, wenn das passiert, ne? Deswegen ist es ja so dringend, dass wir jetzt hier mal Räuberlager bekommen.
Oder halt eben die Söldnerlage, wobei die sind halt einfach teurer. Die konnten wir uns noch nicht leisten. Oder wir wollten sie uns noch nicht leisten. Seien wir ehrlich. Ah. Weil dann könnte man natürlich mit Söldnern hier agieren, nicht? Na komm. Jawohl. Na komm. Nein, nein, nein. Leider ist die KI nicht so blöd, wie ich es gerne hätte. Leider. Naja, aber irgendwas ist sie immer, ne? Jetzt ab dafür. Gott. Wir haben zwei so Warndinger verloren, 3400 Taler und ein kaputter Karren. Ja. Immerhin hat Antonia selbst davon recht wenig. So, was ist denn passiert? Meldungen über die Einführung von Importzöllen lassen die Preise für Waffen in allen Städten steigen. Schade. Wäre gut gewesen, würden wir mit Waffen handeln. Tun wir aber nicht. Wegen der miserablen Hygienebedingungen nach der Pest von 1619 sterben in Fürstenbrück auch in diesem Jahr noch einige Bürger. Zu schade. Im Wettbewerb zu Lauenburg haben alle Teilnehmer ihre Stände aufgebaut. Gräfin Lina geht zwischen den Ständen umher, schaut sich die Waren an und macht sich auf seinem Pergament. Gräfin Lina macht sich auf seinem Pergament Notizen. Na gut. Gegen Nachmittag kommt es zu den Siegerehrungen. In der Kategorie das hochprozentigste Bier ergaben sich die folgenden Platzierungen. Der dritte Platz belegt Baron Eckhardt. Ihr erhaltet als Anerkennung 4202 Taler. Der zweite Platz geht an uns. Hervorragend. Wir bekommen eine Prämie von 6303 Talern. Abzüglich der 2000, die wir gezahlt haben, macht das 4303 Taler. Immer noch besser als der dritte Platz. Und zwar um genau 101 Taler. Sehr schön. Und der erste Platz geht an Landgraf Dietmar, Gratulation, ihr bekommt die Siegerprämie als 8.404 Taler. Naja, der Arsch hat einfach mal gezahlt. Wettbewerb endet mit einer großen Feier. Ja, beim hochprozentigen Bier, wer hätte es gedacht? Ach ja, Geld bekomme ich auch noch. Das ist schön. Da ist echt nicht viel passiert im Jahr 1621. Also, das ist, glaube ich, so wenig ist bisher noch nie passiert in den ganzen 20 Jahren davor. Die Protestantische Union lösen sich nach ihren Niederlagen gegen die Liga auf. Fertig. Es geht weiter. Oh je. Na gut, verlief schlecht und trotzdem haben wir 1114 Fleischdinge gemacht. Glas war auch in Ordnung. So. Verkaufen. Reparieren. Jetzt hier fertig. Stand da nicht letztes Jahr, dass ich bis 22? Ach nein, ha. Ich könnte jetzt wieder anfangen. Nein, was machen wir? Wir erweitern mal. Nebengebäude und Ländereien, jawohl. Oh, gut, so lange müssen wir warten. Aber dann haben wir doch was Schönes. So. Hier waren wir noch nicht heute, oder? Ja, genau. Wir verkaufen mehr Glas. Wollen wir hier? Was können wir denn kaufen? Landhaus, Haus, Burg auch. Können natürlich auch bauen. So ein Schloss. Nee, 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 noch nicht. Noch nicht. Damit sind wir fertig. Waldstein, Waldstein. Waldstein passt. Quatsch, Finsterwalde, Fleisch. Oh. Moment. Hier produzieren wir Rind. Immer noch Finsterwalde. Nein, da kriegen wir nichts. Aha, gut, dass wir schauen, nicht? Lauenburg, Waldstein. Hm,
Das betrübt mich. Gut, wir fahren auf jeden Fall nach Bergstedt, weil da kriegen wir überhaupt noch Kohlen. Und dann schauen wir mal, was wir mit Erz anfangen können. Weil das geht so nicht. Hier in Lichterheide wollen sie Erz. Und in Launenburg, da haben sie 5 Ringe. Und da auch. Okay. Also Lichterheide wird es dann wohl werden, ne? 2108 Einwohner, nein. Es wird Launenburg. Gut, tja. Also 40 Arbeiter in 40 Gruben halte ich für Unfug. Ich glaube eher so an 40 Arbeiter in 10 Gruben. Probieren wir es doch mal so. Und das verfrachten wir dann nach Launenburg. Na gut. Checken wir das hier nochmal gegen. Ach übrigens, hier, na, da so. Immer noch Glas und Waldstein. Ja. Das passt sich. Das ist gut. Ach, ich habe gar nicht geschaut. Also hier sind, ich runde mal großzügig 12.000 Taler. Und hier haben wir 11.000, das macht zusammen 23.000. Damit hätten wir noch ca. 90.000 über. Boah. Schauen wir mal, was das wird. Wir bekunden mal Kaufinteresse an allen Burgen. Tja. Sonst immer noch der Hartmann ist unser Gegenspieler. Hat auch keine. Nein. Es hat keine Ämter. Wie schaut es eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Dann können wir ja Fecht durch den Unterricht nehmen. Das muss reichen. Ihr dürft mich Hofwohlgeboren nennen. Jawohl. Landgraf. Irgendwie klingt das für mich nach einer Wurst. Ich kann mir nicht helfen. Es tut mir sehr leid. Aber Fürst Martin von Mittelland war das. Ist das nicht schön? So, wir haben noch 77.000 Taler. Kriegen wir jetzt endlich mal eine Burg. Nein, wir werden wieder überfallen. Oh nein. Ach. Das ist super. Na hurra. War ja klar. Wollen wir Dunkelforst? Natürlich wollen wir das. Mhm. Seefels geht für 39.510 Taler an den Fürst Harald, Großkanzler im Mittelland. Wegen der miserablen Hygienebedingungen nach der Pest von 1619 sterben immer noch Menschen in Fürstenbrück. Meine Güte. Aufräumarbeiten gehen in Finsterwalde wegen der Gefahr Einstürze am Balken schleppend voran. Ja, ich bekomme wieder mein Gehalt. Es ist etwas mehr passiert als letztes Jahr. Und zwar am 6. Mai und am 20. Juni 1622 werden die Schlachten von Wimpfen, noch nie gehört, ehrlich gesagt, und höchst geschlagen. Johann Tilly kann seine bisherigen Erfolge gegen die Verbündeten Friedrichs des Vierten fortführen. In Frankreich wird Richelieu zum Kardinal ernannt. Ja. Der Dumas hatte durchaus echte Vorlagen. Ich finde es immer wieder faszinierend, sowas. Ich muss mal wieder die drei Musketiere lesen. Fällt mir da ein. Egal. Es geht weiter. Erzausbeute war schlecht, Glasproduktion war schlecht. Na super. Dann schauen wir doch mal. Ja. Könnten es ja mal mit 3:1 versuchen. Gut, Rind können wir nicht mehr verkaufen. Wir können jetzt nur noch Erz verkaufen. Und zwar derer 1000. Aber nicht in Bergstedt. Wo hatten wir gesagt? Launenburg, glaube ich, ne? Jawohl, Launenburg war das. In Launenburg. Da ist es. So. Die restlichen reparieren wir, wie immer.
Oh, das sind jetzt 13.000 Taler. In Bergstadt. Oh, Glaswerk. War wirklich schlecht. Wallstein? War das immer noch Wallstein? In deinen Pass. Zack, zack, zack. Die restlichen Karren reparieren wir. So. Damit haben wir 11 und 13 sind 24.000 Taler. Damit haben wir noch über 100.000 über. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, sind jetzt nämlich Räuberbesitzer. So. Und was macht man so als Räuberhauptmann? Erstmal verbessern wir die Tarnung von dem Ding. Die 4.000 haben wir auf jeden Fall Strohmatten. Ja, da können wir auf jeden Fall mal ein paar dazu holen. Da bauen wir ganz aus. Das haben wir auch noch. So. Dann müssen wir noch werben. Viel hilft viel. Also viel wollte ich dann doch nicht. 5.000 müssen rein. Es muss ja auch irgendwie, ne? Leider. So. Moral ist okay, das ist schön. Und was macht ihr? Plündern Moringen? Überfallen? Nee, dafür haben wir noch zu wenig. Plündert Moringen. Wir sind in Moringen unterwegs. Nein, wir sind gar nicht. Moringen Bergenhöhe oder Auental. Wir sind in Auental unterwegs, ne? Das machen wir hier. Dann nehmen wir alle mit, dass wenn uns jemand überfällt, dann haben wir wenigstens unsere eigenen Truppen zur Hand, auch wenn es nicht viele sind. Räuber sind gut, akzeptabel, durchschnittlich, gut. Naja, machen wir vielleicht noch ein, zwei Manöver hier. Ach, machen wir mal, bis wir hier bis 100.000 runter sind. Moral ist gut. Ausgezeichnet, naja, ausgezeichnet reicht doch eigentlich schon. Akzeptabel, ausgezeichnet. Die Kanoniere, nein. Euch machen wir noch ein bisschen Manöver. Sag er mal. Das gibt's doch nicht. Ausgezeichnet jetzt auch die. Wundervoll. Ich bin begeistert. Gut, die machen jetzt hier die Gegend unsicher. Das finden wir schön. Bewerben können wir uns nicht. Das ist klare Ansage, würde ich sagen. Checken wir nochmal das Testament. Wir könnten eigentlich die Tochter Gundel nehmen, ne? Wir nehmen Gundel. Weil Gundel ist nun mal die Jüngste, sprich, die wird am längsten leben. So blöd es klingt. So. Neue Runde, neues Glück. Jawohl, das passt. Jakob Fugger meint, wir setzen zu wenig Arbeiter zur Produktion von Erz ein. Finde ich gut. Das heißt, wir. Das hatten wir 3 zu 1, ne? Hatten wir 4 zu 1. Ja, das ist irgendwie sinnvoll. Das heißt, wir sollten vielleicht mit 5 zu 1 mal schauen. Also, was sind das dann? 40 Arbeiter in 8 Gruben, oder? Schauen wir mal. Euch kommt die Aufgabe zu, eine Zunftausstellung in Bergstadt zu organisieren. Die von euch investierten 464 Taler steigern ob der gelungenen Schau bei sämtlichen Bürgermeistern euer Ansehen. Hervorragend. Es gelang euch 14 Räuber für eure Machenschaften in Dunkelforst anzuheuern. Machenschaften, das schon klingt dazu. Wir machen doch gar nichts. Aha, es gibt hier eine Versteigerung. Na gut. Ich erhalte 1518 Taler aus Rom. Und passiert ist am 6. August eine Schlacht. Und zwar die Schlacht zu Stadtlohn. Wurde beendet. Beendet den böhmisch-pfälzischen Krieg. Man sollte die Sätze ganz lesen, dann ergeben sie auch Sinn. Ich fange nochmal von vorne an. Die Schlacht vom 6. August 1623 zu Stadtlohn beendet den Böhmisch-Pfälzischen Krieg. Friedrich IV. Von der Pfalz ist den katholischen Truppen unter Johann Tilly endgültig unterlegen und die pfälzische Kur würde, ach nein, die pfälzische Kurwürde fällt an Bayern. Dort und in Österreich wird begonnen, den Protestantismus massiv zu unterdrücken. Halberstadt, Hildesheim, Minden und Osnabrück werden unter Tilly rekatholisiert. Rembrandt wird Schüler von Pieter Lastmann in Amsterdam. Sein Schaffen konzentriert er zunächst jedoch weiter auf seine Geburtsstadt Leiden. Oh, das war's schon. Wir
sind Domherr in Bergstedt und es geht weiter. Nach einer gemeinen Werbepause von, ich glaube, einen Tag. Denn dann sehen wir uns wieder. Die 20 Minuten sind schon wieder um. Perfektes Timing habe ich hier. Es war mir wie immer eine Freude, euch dabei zu haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Für Kritik, Anregungen und so weiter und so fort steht euch unten das die Kommentarspalte zur Verfügung. Ich verabschiede mich. Fürs euch, Servus und Baba.